Hallo, ihr Dachlatten und die, die es mal werden wollen, ja. Hallo. Zukunftsperspektiven. Du bist schon eins, Mann. Geschaffen Hallo. Zukunftsperspektiven. Mindcrack am Start wieder mit dem Tora und Andy mit Normalbesetzung. Nennen wir es mal Normalbesetzung. Ja. Heute geht es mir auch ein bisschen besser, ein bisschen mehr sprechen kann ich als in der letzten Aufnahme. Also das ist gut, weil sonst führe ich hier wieder Selbstgespräche. Ja. Warte mal. Selbstgespräche, wir haben nämlich jetzt letztens mit dem Dingens gespielt, ja. Ja, mit dem Fabian, Gott sei Dank. Sonst hätte ich nämlich wirklich Selbstgespräche mit geführt. Mit Fabienne. Der übrigens heute leider nicht konnte. So, hier sind knapp 7,5 Juju Matter Stacks rausgekommen aus unserem Massfabrikator. Ich werde mich heute drum bemühen, da Ultimate Hybrid Solar Panels zu bauen. Also nicht, dass ihr euch wundert hier, warum wir so viele Juju Matter haben. Der Server, der lief halt weiter, ne? Und hat weiter gearbeitet, wenn wir nicht am Spielen waren. So ist das. Na, nicht, dass toll, ihr denkt, wir haben vergessen, ihn auszuschalten. Nein, wir lassen den Server immer laufen. Genauso mit dem Weed hier und genauso wie mit dem Pete hier hinten. Es ist alles ein bisschen mehr geworden. Ja, wie lange haben wir nicht gespielt? Jetzt eine Woche, ne? Also das ist, Freunde, das ist in der Woche zusammengekommen. Ja, ein bisschen mehr wie eine Woche war so, schon. Und du kümmerst dich, 10 Tage oder du kümmerst dich mit Andy da oben oder? Nee, Donnerstag. Um diese ganze Geschichte da und ich baue hier unten mein Dingen weiter, wa? Und wir gehen jetzt erstmal schlafen, bevor wir überhaupt was machen. Ja, das ist ein guter Plan. Ja, und die Website lpradio.de ist mittlerweile auch online. Also ist auch öffentlich. Schleichwerbung. Ja, ist ja unser Sender. Dürfen wir doch. Ich darf doch wohl Werbung für unseren eigenen Sender machen. Tja. Nein, ist verboten. Ja. Das erzähl ich mal. Mir erstmal die YouTube-Richtlinien durchlesen. ja, eben hier. Man darf doch keine Werbung für eigene Projekte in eigenen Videos machen. Nee. Auf was für Ideen kommst du denn? Oh, nee. Dann nicht, dass uns nachher noch hier der Christian Solmecke schreibt und sagt, das ist scheiße, ne? Nee. nachher kriegen wir noch einen Strike wegen dir. Ja, LP-Radio. Ich wurde gefragt schon von einigen Leuten, wie lpradio.de denn überhaupt entstanden ist. Es war eine feuchte Nacht. Ist quasi entstanden aus einer Aktion, weil wir zu faul waren, immer selber irgendwie Playlists zu erstellen. Und deswegen haben wir uns damals intern ein kleines Radio aufgestellt. Wo wir halt immer nur einschalten mussten, weil wir leid waren, ständig immer die Playlisten rauszusuchen und so und zu erstellen und so einen Käse. Und dann haben wir uns dann eines Tages gedacht, so hey komm, aus der Sache, da können wir eigentlich was machen, was vielleicht für alle interessant ist. Ja, und so ist dann lpradio.de entstanden, ne? Genau, läuft übrigens gut ab gemacht. Jetzt auch im Hintergrund, danke, dass du mich erinnert hast, sonst wären wir ohne Musik hier weitergegangen. Ich hatte den Regler unten. Folgendermaßen, Annie, ich brauch dich, du musst mir ein paar Sachen craften. Sonst wären wir heute nämlich auf keinen Fall fertig. Ja, und wenn ich die Wörter hier gefunden habe, wo auch immer. Also Freunde, was ich jetzt vorhabe erstmal, wir waren hier bei unserer Juju Matter Produktion gewesen. Oh, jetzt habe ich gerade die Nase voll, ey. Ohne Witz. Ich habe auch die Nase voll, das ist normal. Die Nase voll, jetzt schon. Pass auf, hier, wir brauchen ja ganz viel Cobblestone, damit wir hier Scrapboxen machen können. Es gibt ein paar Maschinen, das ist dieser Igneous Extruder, ja. Und aus dem gibt man ein Bucket Lava und ein Bucket Wasser. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz, Moment. So, dem gibt man dann einmal Wasser. Du hattest aber jetzt Mikro gemutet, oder? Ja, klar. Boah, ja, Leute, ihr habt mal verpasst jetzt, ey. Ein Eimer Wasser und ein Eimer Lava und der produziert dann ohne Ende Cobblestone. So, Andy, du machst mir bitte... Boah, da kam so richtig... Macht der gar nichts, doch. Du machst mir bitte 3 Machine Frames. Hast du gehört? 3 Machine Frames. Ja. Machine Frames. Ah, heute übrigens ganz neu Bild von mir, nicht von Mike, weil Mike weiß nicht, was mit dem... Mein Computer, der spinnt irgendwie rum. Versprich doch nicht zu viel im Vornherein, nachher krieg ich von dir keine Aufnahmen und dann... dann ich geh mal vom Bastard aus, deswegen habe ich noch nichts gesagt. Egal, kann man ja im Video sagen. Ja. Selbst wenn es so wäre, würde das Video bestimmt nicht online kommen. Das halte ich für ein Gerücht. So, wie mache ich das denn jetzt hier? So, was soll ich denn machen? 3 Machine Frames. Okay. So. Hatte ich das vergessen zu erwähnen? Ich brauche 3 Machine Frames. Ja, und leckeren Tee habe ich geholt. Das klingt wie bei Dschungelcamp, sagen die das auch immer 5-mal. Annie, hab ich das wirklich vergessen zu sagen? Halt deinen... Bubble. 3 Machine Frames, Annie. Bubble. 3.
Ich habe hier irgendwo Glas gemacht. Irgendwie gefällt mir das alles hier nicht. Ich mache gerade Glas. Also hier im Ofen. Also mein Freunde, man kann mein Bild ja jetzt leider nicht sehen, aber ich versuche gerade hier, wer sich erinnert, ich versuche hier noch diese Geschichte mit dem, ich sollte mal Fenster zumachen, sonst hört man die ganzen LKWs vorbei brausen. Ich versuche gerade hier den Macerator und alles wieder zu positionieren. Positionieren. Und zwar aufgrund dessen, weil wir brauchen ja Sand hier hinten für unsere Bock-Earth-Farm. Beziehungsweise für die Peak-Farm. Genau, der Mike war da nämlich busy mit unter anderem dafür zu sorgen, dass da unten immer genug Bock-Earth produziert wird. Rücke, genau. Das ist so, dein Bier. 1, 2, 3. Oh ja, Bier. 3 Machine Frames, fertig. Das ist gut, was brauche ich dann noch? Ich hab's Gold verloren. Egal, du kannst mir dann noch 3 Pistons machen, wenn die Machine Frames fertig sind. Da, so. 3 Pistons noch, Enrico. Ja. Schauen wir, was wir noch brauchen. Tin Ingot, haben wir davon überhaupt noch was? Oh ja, haben wir. Ach ja, genau, ich habe die ganzen Barren auch eingeschmolzen. Ne? Ich mache das immer außerhalb der Aufnahme, das muss ja nicht mittendrin sein. Alles, was man noch so an. Einfach alles außerhalb der Aufnahme, du bist echt kackenreich. Was ich noch so an Erz gefunden. Ja gut, wir können auch 6 Stunden hier vorm Ofen hängen und warten, bis der ganze Scheiß da durchgelaufen ist, ne? Natürlich. I need cobblestone. Cobblestone is what I need. Hey. I need cobble. Hier liegt cobble. Annie, hier, da liegt auf dem Boden. I need cobble. Cobble is what I need. Oh, das ist ein toller Song. Ist der neu? Nee, der ist schon ein bisschen älter, aber. Oh mein Gott. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe da ein bisschen den Überblick verloren, weil irgendwie hört sich alles gleich an. Wie viel brauchst du von den Pisten? Ja, ist doch auch so. 3 Stück. Hört sich auch wirklich alles gleich an, das ist das Problem. 3 Stück, Eddie, 3. So, ja. Ach so, jetzt brauche ich ja hier Ströme. Habe ich noch? Ja, ich habe noch. Toll, wieder nicht genug Holz dabei. Geil, dann ist das ja bald fertig hier, hoffentlich. Ich schau mal kurz bei dir vorbei, weil du ja kein Video hast. Vielleicht kannst du kurz erklären, was du da machst. Ja, von hier von links kommen Cobblestone und Dirt an. Und Weed. Das wird hier aber schon rausgefiltert. Ja, Weed müssen wir woanders noch rausfiltern. Das ist erstmal nur provisorisch gewesen, damit das nicht irgendwie verschwindet. Und der Cobblestone, der geht hier in den Macerator und wird vom Macerator in Sand verwandelt und wird dann wiederum hier unten in den Carpenter transportiert. Und Dirt wird. Wo dann aus Ede, Sand und Mulch Bock auf wird. Richtig, ja. Und Dirt wird wiederum da oben einfach aussortiert, beziehungsweise geht am Macerator vorbei und direkt da rein. Ja, das ist so die Vorgehensweise, wie sie so geplant ist. Das heißt. Hoffentlich funktioniert es auch. Klingt gut. Dirt nach grün schicken und den Kabel. Ich brauche ein bisschen Kabel. Okay, mhm. Also der Mike, der ist hier voll dabei. Geht dann runter nach Schwarz in den Macerator. So. Enrico, wie sieht's aus? 1, 2, 3, 4. So. 5, 9, 9, 4. Zack. Oh, jetzt hast du sogar 5, ey. Dann brauch ich nicht. Oh. 3 hätten auch gereicht. Das ist ja gar kein Dirt, das ist braune Wolle. Lol. Du sagst mir erst, du hast kein Holz und dann machst du doch zu viel. Du bist eine Wurst. Ja, weil ich Holz gefunden habe. So. 1, 2, 3. Aber ich glaube, ich darf bald mal wieder ernten gehen. Oh ja. Kabelstone nach grün. Oh nein. Das kannst du ja am besten. Willst du mir mal das Glas zuwerfen, was ich da in die Kiste geworfen habe, in die letzte? Hier ist aber noch welches. Reicht erstmal das, was ich habe? Da, wo die ganzen Barren drin sind. Barren. Du kriegst erstmal da. Ich habe leider nichts. Ich kann leider nichts aufsammeln. Also ich kann mich auch nicht drehen. Ich habe noch nichts jetzt. Tja, okay. Bin ich mal gespannt, ob das auch so funktioniert, was ich hier baue, ne? Wir haben jetzt nämlich 3 Extruder, Annie. Und mit den 3 Extrudern, ich weiß nicht, haben wir hier noch irgendwo Buckets full of Lava und sowas? Hier hinten waren die, glaube ich, oder? Ne, die sind alle leer. Guck mal, du musst hier, komm mal hierher. Du kannst hier die, das sind nur Zellen da gewesen. Aber hier musst du, nimm mal die 2 Eimer mit, gehen, Neta. Oder warte, ich komm einfach schnell mit. Schon mal ein bisschen, aber. Ja, geht schon. Du weißt schon wie, oder? Ja. Einfach in den Tank. Aber wir brauchen 3. Du kannst noch einen dritten Bucket mitnehmen. Guck mal hier, ich hab noch einen. Sonst musst du gleich nochmal laufen, das ist ja unnötig. Doch. Dann kannst wir haben Zeit. Wir haben lecker Erdbeere. Dann kannst du die schon mal holen. Ja, ich bin übrigens auch am Tee trinken. Das ist, nach dem, was gerade aus dem Hals kam, ist das auch, glaube ich, ratsam. Das Geräusch, ihr habt das so verpasst. Also das nächste Mal schneide ich das nicht. Das war so unglaublich laut, ne? Und so unglaublich furchtbar. So unglaublich furchtbar. Wo ist denn der Tank?
Oh, im Nether. Man kann ja da gar nicht rausfördern, fällt mir gerade auf. Da sollte man vielleicht soll ich kurz mitkommen, Annie? Dann zeige ich ihn dir, komm. Redstöhn-Engine aufstellen. So. Erst kurz ein Brot. Da ist irgendwo ein Gebilde aus Cobblestone, das ist eigentlich kaum zu übersehen. Ach, dort hinten, ja, ich sehe es gerade. Und da drin sind die Tanks. Das ist einfach nur das Gebilde aus Cobblestone, damit der Ghast uns das nicht gleich alles ruiniert, weil hier sind ganz schön viele Ghasts. Genau, aber du musst hier schon unten rein. Hier, hallo, Annie, hier. Da, hier rein. Also meine Construction scheint wohl zu funktionieren. Brauchen hier wieder Enderperlen für unser, warte. Cheat-Mode. Was, Cheat-Mode? Hm, für den World Anchor. Achso, ja. Einmal befüllen. Oh, das habe ich da eine Piepe hingelegt. Hast du ein paar, hast die einmal voll? Jetzt eins, ja, ich habe jetzt drei voll, oder? Eins, zwei, drei, ja. Achtung, Ghast. Schnell laufen. Sehr great. Und schnell durchs Portal. Achtung, da ist ein Loch im Boden, ne? Nicht, dass du da durchfällst. Irgendwie oder so. Man weiß ja nie, du ziehst das Pech ja eh an. Mach sowieso, ja. Ich wollte gerade sagen, aber... mein Gott. Ja, irgendwie, Annie... Das ist ja Annies Pech, ja, für die, wo es noch nicht wussten, ja. Na und? Dieses Jahr hatte Annie einfach Pech. Nein, ist nicht mein Pech, ja, weil... Ich habe am Samstag im Lotto gewonnen. Zwar nicht viel, aber ich habe gewonnen. Wie viel hast du denn gewonnen? Wie viel hast du denn gewonnen? 15 Euro. Boah, yeah. Boah, das hat sich ja gelohnt. Bei einem 15 Millionen Euro Jackpot schon. Hast du immerhin 0,00001%. Ein Millionstel. Soll das alles da rein? Nein, nur in einen, jeweils einen. Ja, hier habe ich einen rein. Okay, also der Macerator, der ist wirklich, voll. In einen jeweils einen, ne? Wir verstehen uns schon. Ja, wir verstehen uns. Ich hab dich auch lieb, Hasi. Hackengay. Da war ein scheiß Hackengay, ne? Hackengay. Hackengay. Also, auf jeden Fall problematisch hier. Ich sollte vielleicht einen Hopper noch da. Wir sollten uns kurz aufs Ohr legen. Es wird nämlich schon wieder düster hier. Oh, ey, was hast du für eine Dauer von Tag eingestellt? Ich hab gar nichts eingestellt. Kann man das denn editieren? Mike, hau dich mal aufs Ohr, bitte. Hier ist alles voll mit editieren. Edi. NITS, ich weiß ja nicht, was du machst, aber ich bin bei Daniel im Channel. Was da vorhin wohl passiert ist? Da waren wir bei den editieren. Ne, vorhin war Andy mal kurz 15 Minuten AFK und wir wissen alle nicht, was er getrieben hat. Ich hab mir Essen gemacht. Um genau zu sein, Putenmedaille uns mit Käse überbacken, wenn du mehr messen möchtest. Ist mir klar, dass du nur am Fressen bist. Was hast du, Käse gebacken? Ja, sowieso. Käse gebacken? Überbacken. Ach, du hast Käse überbacken. Fast alles mit Käse. Ja, hab ich. Andy überbackt Käse. Ich überbacke Käse mit Käse. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich lasse das mal so stehen. Ja, lass mal lieber. Andy macht. Ich hol direkt mal noch ein bisschen Lava. Vielleicht können wir gebrauchen. Ich hol sie aus der Kiste. Schmeiß in die Kiste. Ich überbacke Käse. Andy, du könntest lieber drei Eimer Wasser holen. Da wäre ich glücklicher drüber gerade. Ich bräuchte mal Holzplanken. Wo haben wir denn sowas? Die brauchen wir nämlich auch noch. Brauchst du Buckets, Annie? Ich hab Buckets. Komm her. Ich hab drei. Hier drin liegen auch nochmal drei Buckets. Ich geh jetzt einfach mal. Mach die einfach mal voll mit Wasser. Ich geh jetzt einfach mal hier so einen Baum verunstalten. So, wir brauchen ein paar Cobblestone Pipes. Water Bucket. Und wir brauchen ein paar Stone Pipes. Stone dauert so ewig. Stone Pipe. Hast du noch Stone auf Tasche? Nee, ich hab nur Köbels. Ah, ich komm nicht raus. Oh, ich will nicht raus. Köbel. Der Annie. Kobli. Annie kann mal wieder gar nichts. Das ist ja... Das Negative an der Sache ist, vorher hat keiner gesehen. Sollte das Video jetzt echt funktionieren, sieht sie jeder. Ja, ich freue mich schon auf die Szene, wo er zur Tür rennt und die explodiert. Wird nicht lange auf sich warten lassen, glaube ich. Die kommt leider nicht. Kommen. Eins, zwei, Andy, ich glaube, das kann ich mit Fug drei. Und Recht dementieren. Achso. Da hinten liegt noch einer. Gut, dann vielleicht gehen wir mal da hoch. Song. Ich sehe gerade die Songs. Keine Ahnung, der ist auf jeden Fall voll smoothig. Smoothie. Wie schreibt man das? Smooth. So wie man spricht. Ja, dann mal los. Udo, got it going on. Ah, so schreibt man es nicht. Udo. Ach ja. Autsch. Ja. So, Cobblestone. Ja. Oh,
Cobblestone. Oben fällt der, das Weed runter. Upsala. Das ist ja auch geil. Ich habe mir jetzt so eine Injection Pipe habe ich hier quasi so gebaut. Ne? Jetzt kommt vom Feld, kommen jetzt hier die Weeds an, fallen oben aus der Pipe raus und fallen unten direkt wieder in die Obsidian-Pipe. Annie. Sehr geil. Ja, bitte. Stört. Du kannst jetzt noch die drei Eimer da reinschmeißen. Und ja, hast du doch. Jeweils in einen wieder und dann siehst du, was passiert. Blub. Warum haben wir hier eigentlich einen Induction-Smelter? Ich glaube, den hatte ich mal für irgendwas gebraucht. So, und was passiert eigentlich? Cobblestone. So, und weil den brauchen wir nämlich für unser mega fettes, für unsere Scrapboxen. Wo läuft der hin? Der läuft jetzt in diese Hopper rein und die Hopper nach unten zu den Recyclern. Und die schmeißen wir dann nachher an, wenn da genug drin ist. Brauchen aber erst wieder, ich glaube, ein paar Lava-Zellen. Wobei, da sind auch noch welche hier. Ist auch nicht das Problem. Na geil. Da ist ein Problem. Warum kann ich mal irgendwas auf Anhieb klappen, hä? Sag mir das mal. Warum? Weil es zu langweilig wäre. Weil du der Architekt bist? Stehst du? Warum? I don't know, Mike. I don't know. Aber Lavazellen bräuchten wir mal wirklich, Annie. Hier ist nämlich irgendwie... Ich mach mal ein paar Zellen und dann gehen wir mal in Nether, machen mal die Tanks leer, ja, weil... Solange wir hier noch keine andere Energiequelle haben. Wo hast denn du die Eimer hingesteckt? Die habe ich alle auf Tasche, aber du könntest mal kurz mitkommen. Wir müssten da oben nochmal den Eimer Wasser rausnehmen, weißt du? Dass der keine Kabels produziert, weil die sind dann irgendwann zu viel. Müssen den nochmal ausschalten, eigentlich. Oder warte mal, wir machen es anders. Drück einfach unten auf den Schalter. Nein. Das ist nicht hier hoch. Ich bin zu blöd, um hier hochzuklettern. Mach doch mal einfach. Das wollte ich jetzt nicht so direkt sagen, aber ja. Mach doch mal einfach. Ja, einzig der Beste. Oh, ich bin echt zu blöd, hier hochzuklettern. Hab ich doch auch gerade gesagt. Ist schön, wenn mir keiner über die Schulter guckt, ey. Da kann ich mal hier ganz in Ruhe. Ja, dir guckt da die letzten X-Aufnahmen schon keiner über die Schulter. Ich find's gut. Er kann ja nichts dafür, wenn sein PC so lahm ist. Dafür, krank oder so lahm geworden ist. Kann. Ja. Natürlich kannst du was dafür. Klar, das machst du mit Absicht. Klar. Das machst du mit Absicht. Klar, er hat ja nichts Besseres zu tun. So, ich hab da jetzt einfach irgendwelche Items reingesteckt in die Dinger. Kannst mal hier reingucken, ja, in die Generatoren. Nein, steckt wieder lauter Sachen einfach irgendwo rein. Ich hab einfach irgendwelche Items da reingemacht, dass das nicht zusammenläuft. So, ich würde jetzt empfehlen, wir gehen kurz Lavazellen holen. Erstmal, weil für die Geothermalgeneratoren, dass das nachher mal ein bisschen durchlaufen kann hier. Ich mach da hinten mal schön was. Ich mach da mal schön was. Ja, mach mal. Oh, was ein chilliger Song. Annie, komm mal her, bitte. Ich stehe da irgendwo am Crafting-Tableau. Ich bin begeistert. Sofort komme ich vorbei. Ich war nämlich gerade sehr wichtig. Was war sehr wichtig? Ich habe zum Glück diesmal meine Handytöne ausgemacht. Hier bitte, ich gebe dir mal kurz leere Zellen. Ich habe gerade nämlich echt keinen Platz mehr im Inventar gehabt. Das sind ein paar Stacks, ne? So, ich glaube... Ja, ich merke gerade, dass mein Inventar zu klein ist. Ich glaube, jetzt funktioniert mein Gerät hier. Der Gerät geht. Der Gerät wird nie müde. Gerät schläft. Der Gerät ist vor die Chefin gestellt. Der Gerät scheint zu funktionieren hier. Der Macerator macht jetzt wirklich? Ja. Okay. Flint, Inksack. Ja. Amber, das bald. Also nachher, Mike, nachher brauche ich auch deine Unterstützung. Was? Meine? Ja, weil wir müssen nachher so viele Items craften. Okay. Das ist nachher ziemlich pervers. Für diese Solarzellen, weil du brauchst da echt ganz schön viel. Warte mal, wir hatten doch so Upgrade-Dinger, ne? Ja. Die hatte ich doch hier irgendwo in eine Kiste gelegt. Ja, die sind hier alle wieder entweder im Ofen drin oder so, aber du kannst auch nicht so viele reinhauen, weil dann düdelt er uns die Bedbox leer. Ja, weil da unten ist nämlich so ein Ding, da brauchen nämlich... Annie, hast du die Zellen alle? Ja, wir können los. Okay, alles klar. Was brauchst du denn daher? Wir machen ja die Ultimate Hybrid Solar Panels, ne? Ja. Und da musst du einen Haufen was macht der denn jetzt? Coal-Dinger zusammenpappen und so, weißt du, was Dust und weiß der Geier was für alles. Hm. Das ist relativ aufwendig. Geier. Diese Dinger, aber die liefern halt auch modsmäßig viel Strom. Okay. Also, eins lohnt sich da schon richtig. So, mach mal die Zellen leer. Im Nether, Annie. Ich hab das. Pass auf, dass du nicht runterfällst, ne? Das ist halt diese eine. Aber du kannst da jetzt einfach mit dem leeren Stack Zellen, kannst du einfach immer rechts klicken und dann werden die alle voll. Genau. Oh mein Gott!
Oh, man kann ja rechts geklickt halten. Oh mein Gott. Okay, also Sand ist hier auf jeden Fall, Erde ist ja auf jeden Fall schon mal genug drin in dem Carpenter. Toll, und jetzt ist der Tank leer. Schön. Ich bin ja begeistert, dass das zumindest schon mal funktioniert hier.